Hallihallo, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zum neuen Video. Ja, heute mal wieder mal ins Reich der exotischen Folder. Da habe ich was ganz Exotisches wieder auf der Pfanne. Von Gudemann, das spanische Navaja. Habe ich euch ja bereits vor einiger Zeit vorgestellt. Auf jeden Fall mein. Es ist ein sehr hübsches Teil, also wirklich. Ich mag es ja traditionell exotisch. So, nicht weniger exotisch und genauso traditionell komme ich mit einem Folder aus der spanischen Nachbarschaft, beziehungsweise direkt aus dem Mittelmeer, nämlich der Insel Korsika. Es ist das traditionelle Bauer- und Jagdmesser, das Amicus von der Firma Ausabó aus Tier in Wacholderholz. Ein herrliches Gerät. Die Einflüsse aus Spanien sind definitiv gegeben. Sag's mal so, die Römer hatten ja, also sprich Italien hatte ja Einfluss auf Korsika bis ins frühe Mittelalter. Ab dann kam der Einfluss der Spanier, sag ich mal, immer näher, bis vor ein paar hundert Jahren, bis zur Französischen Revolution war das. War der Handel mit Spanien ja auch in der Nachbarschaft ja logisch und essentiell. Und da haben die Korsen natürlich die Navajas, die es schon nachweislich schon auch in ähnlicher Form wie hier schon im Mittelalter gab, auch mit einem gebogenen Griff und einer Clipboard-Klinge, das gab es ja damals schon in Spanien, nachweislich. Was die Spanier wiederum ja vor den Mauren ja so ein bisschen übernommen haben, haben sich die Korsen gedacht, das ist doch was ganz Spezielles. Lass uns das mal ein bisschen abändern in unsere Form. Und schon haben wir ein traditionelles korsisches Bauern- und Jagdmesser. Natürlich damals als Friction-Folder und nicht hier als Slip-Joint, wie das hier. Das ist hier die moderne Variante von der Firma Ausabó. Das ist, ich fand das einfach nur ein rattenstarkes Gerät. Haben tue ich es seit über 3 Jahren. Ich habe die Insel Korsika mit der Familie vor 3 Jahren in einem, zweiwöchigen Urlaub besucht. Oder fast zweiwöchigen Urlaub. Und ich war von der Insel total angetan. Hohe Atmosphäre. Von der Umgebung und auch vor deren Künsten. Weil auch die Korsen haben eine eigene Messerkultur. Und das hier hat definitiv spanischen Einfluss, würde ich mal sagen. Der gebogene Griff sagt eine ganze Menge aus. Die Clipboard-Klinge, also es ist praktisch eine eigentümliche Variante. Der Hechtklingen aus Spanien, sag ich mal. Die Schneide ist saudünn ausgeschliffen. Da hat Ausabó echt gute Arbeit geleistet. Also das Ding ist so dünn wie ein Opinel-Messer und schneidet dementsprechend auch saumäßig gut. Der Stahl ist hier der rostige 1227 Sandvik-Stahl, der bei den Franzosen, wenn es um rostfreie Stähle geht, der Haus- und Hofstahl ist, was bei uns in Deutschland der 440C ist, ist bei den Franzosen ja der 1227 Sandvik und für die edleren Messer dann der 14C28 Sandvik. Aber das ist hier der einfache 1227 und der tut seinen Dienst definitiv genauso gut wie ein 440C. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Lässt sich leicht schärfen und hält die Schärfe bei dem Messer hier irre lange. Also da habe ich mich echt gewundert. Ich habe recht wenig das Ding nachschärfen müssen. Das kam auch schon ziemlich sauber Leder abgezogen zu mir, es schneidet Haare, das ist kein Witz. Also ich habe damit irgendwie ein glückliches Händchen, dass bei mir die meisten Messer irgendwie gut angeschliffen ankommen. Zumindest 9 von 10 Messern. Auch das hier, das ist wirklich saumäßig scharf. Also ich sag mal so, wenn ich einen Schleiftest machen müsste zwischen einem Victorinox und dem hier, würde das hier gewinnen. Aber wirklich, es ist so hauchdünn. Verdammt wenig Material hinter der Schneide.
Es ist ein reines Schneidwerkzeug, also auch zum Verwerten von Wild gedacht. Deswegen auch die Klinge, diese jagdförmige Klinge. Die ist aber auch nicht zu groß, sage ich mal, in dieser Form. Das ist eine richtig noch eine kleine Form. Es gibt auch größere Formen davon. Und meist an der längsten Seite haben wir ja, knappe 8, nee, ja, genau, knappe 7,8 cm. Nee, Quatsch, das war die kürzere Form. Die kürzere Form war 7,8 cm. Die längere Form hier unten, wo der Vaterstaat messen würde, wäre 8,5. Also, wenn man wirklich auf sicher gehen will, misst man automatisch am besten immer an der längsten Seite, damit auch die Ordnungshüter auch nicht meckern. Auf jeden Fall ist das die kleine Version, die handliche Version. Das heißt, die kleine hat schon ordentlich Gewicht, das ist schon massiv ausgestaltet. Die Wacholder-Griffschalen, die riechen tadellos geil nach Pfeffer. Also hat man so ein Ding bei sich in der Glasvitrine wie ich, ey, riechen alle meine anderen Werkzeuge gleich nach Pfeffer. Wahnsinn. Auch nach 3 Jahren riecht das Holz wahnsinnig heftig nach Pfeffer. Also das ist richtig, richtig sehr exotisch und sehr natürlich. Die Variante hier hat ja noch den Mohrenkopf, das Wahrzeichen Korsikas und das Wappen Korsikas als viertgrößte Insel im Mittelmeer und Nachbarinsel von Sardinien. Wird immer noch heute traditionell sehr, sehr häufig genommen. Also je mehr man ins Landesinnere kommt, desto häufiger trifft man dieses Messer, zumindest diese Form. Da gibt es auch einheimische Hersteller, die basteln so ein Amikü, sag ich mal, unter anderem Namen. Das Messer hat ja mehrere Namen. Das Corniculo, das Rodinara, das Amikü ist praktisch ein Name für dasselbe Messer. Nur in unterschiedlichen Größen, sag ich mal, und Materialien. Ja, was haben wir noch? Dieser Huckel hier oben, gut, man kann sagen, für die Jäger, die in Europa kennen das, die Form, die ist natürlich für die Hand gut ausgerichtet, auch unten schmal, oben breit, das spricht typisch für den spanischen Einfluss, den es gegeben hat. Diese kurze, aber ziemlich breite Klinge, sage ich mal, das ist ja schon ein ganz schönes breites Aas, was darüber kommt. Also. Hier, Klingenhöhe fast, na, 2,9 Zentimeter, mein lieber Mann. Das ist ja schon was, also das Ding ist ja so breit wie manches Fixmesser, also es ist schon Wahnsinn, was es dahinter kommt. Ja, auf jeden Fall sehr ergonomisch geformt, man kann das wirklich in mehreren Arten und Weisen benutzen. Der Slip Joint, also die Feder ist durchgängig und die ist verdammt stramm, typisch französisch aus Tier, das kann man mal sagen. Muss man auch leise schließen, weil traditionell ist das so gemacht, kein Klingenschutz, kein Halbstopp, aber dafür eine saumäßig harte Feder, knackt richtig rein, also ähnlich wie beim Buck 110, sag ich mal, von der Strammheit der Feder her mindestens, also wow, heftig. Ansonsten recht ordentlich verarbeitet, also Verarbeitungsqualität ähnlich wie bei einem Ottermesser, sag ich mal, wird sehr viel Handarbeit auch bei Osterbohr gemacht. Die haben ja, schreiben ja selber auf der Homepage auch, die wollen sich nicht mit höherpreisigen Konkurrenten messen, sie bieten reine Arbeitsmesser und das Ding will wirklich gebraucht werden. Ich habe es ja schon einige Male auch schon verwendet. Satinierte Klinge, also das ist Wahnsinn. Das ist ein richtig schöner kleiner Handarbeiter, natürlich ziemlich breit in dem Griff. Großer Griff, kleine Klinge, sehr viel Kontrolle, sag ich mal, auch beim Schneiden. In Vorgriff kann man mit dem Ding begrenzt gehen, weil hier sofort gleich die Schneide beginnt. Nach ein paar Millimetern, aber da muss man schon aufpassen. Auch hier der Mohrenkopf in der Klinge eingelassen, richtig. Das ist nicht gelasert, das ist nicht gestempelt, das ist richtig eingelassen, richtig gestanzt. Und sollte mal Klingenspiel ist, was das Ding gar nicht hat, kein Klingenspiel, es ist ein richtiger Panzer, dann kann man hier das Ganze
mit dem Imbus nachziehen. Also es ist wirklich modern. Eine moderne Version des alten Klassikers. An den Küsten ist ja das Vendetta aus Korsika sehr berühmt. Zwischenzeitlich gibt es auch noch ein Jajol-ähnliches Yatagan-Messer, nur wesentlich kräftiger ausgeführt, was nicht so häufig vorkommt, aber ganz am meisten neben dem Vendetta-Messer, was dem italienischen Einfluss, sage ich mal, der Messerform betrifft, ist hier das Amicus, der spanische Pedant, und ist immer häufiger auf der Insel anzutreffen. Je mehr man ins Landesinnere kommt, besonders wenn man in die Bergregionen kommt, da ist das hier wirklich gemäß den rauen Umgebungen Korsikas in den Bergen und Wäldern das hier der ultimative Begleiter der Korsen. Ich glaube, auch jeder Hirte hat im Inneren der Insel hat hier so ein Bauern- und Jagdmesser in der Tasche. Und das wird dort auch recht häufig angeboten. Und es gibt da auch viele, beziehungsweise einige einheimische Schmieden, die sind so stolz drauf, das Ding auch selbst herzurichten und zu nehmen. Da gibt es auch unterschiedliche Varianten mit Backlog, ja, Backlog haben die meistens drinnen. Oder hier Slipjoint oder halt den als Friction Folder. Das ist auch noch drin. Ansonsten ist das, legen die Korsen sehr Wert auf sehr dünne, ausgeschliffene Schneiden, sehr freudige Schneidteufel. Also wow. Das muss man den Korsen lassen. Ansonsten, als ich vor 3 Jahren auf der Insel war, ich war einfach nur hin und weg. Moderne Varianten von maschinell gefertigten Messerherstellern werden gerne als für kleines Geld, für 15 bis 20 Euro, kriegt man einen richtig fetten Folder. Der ist gut doppelt so groß wie der hier. Einfach mal ebenso als Souvenir angeboten. Oder Vendettas kannst du an jeder Ecke kaufen, wenn du an den Küstenstädten gehst. Natürlich muss man auch aufpassen, dass es nicht immer die Originalware ist, sondern zwischenzeitlich tummelt sich inzwischen auch schon Fernostware, aber man kann echt, wenn man weiß, wie man sie erkennt, auch richtig mal ein Schnäppchen mehr machen und für 20, 30 Euro einen handgemachten Folder kaufen, den du auch mal da, der normalerweise auch mal schnell hier in Deutschland mal eben das Doppelte oder Dreifache kostet. Von daher habe ich mein Teilchen hier nach meinem Urlaub bei Orsabor für, was war das, für knapp unter 50 Euro bei Brandners Homestyle bestellt und ich war total begeistert. Und natürlich hatte ich damals auch mit dem Fuwa Forest, Dennis Tauser, habe ich dann auch per Internet kommuniziert und der wollte es natürlich auch sofort sehen. Er hat zum damaligen Zeitpunkt auch seine Orsabor-Reihe auf YouTube gesendet. Dem habe ich dann das hier gezeigt und der war auch davon hin und weg und hat mir auch dafür viel Freude gewünscht. Fand ich sehr nett von ihm. Ja, was soll ich sonst sagen? Das Ensemble Amécu. Nicht der letzte Korse, den ich euch noch zeigen werde. Verlasst euch drauf. Ja, was soll ich sonst sagen? Ich bin begeistert. Eigentlich als Arbeitsmesser schon fast viel zu schade zum Verwenden. Aber hochtraditionell seit mehreren hundert Jahren. Definitiv. Jo, das soll's gewesen sein. Bleibt gesund, bleibt mir wohlgesonnen. Bis zum nächsten Mal. Tschö.